Das Sturmtief Andrea mit Windgeschwindigkeiten von über 150 Stundenkilometern hat schwere Schäden in Nord- und Westeuropa hinterlassen. Heftiger Regen und ergiebige Schneefälle haben auch zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. In den französischen Alpen wird aufgeräumt. Noch immer sind zahlreiche Straßen gesperrt. Festsitzende Autofahrer wurden über Nacht in Notquartieren untergebracht. Auch in den Niederlanden mussten 800 Einwohner aus 4 Dörfern in Notunterkünfte gebracht werden. Im Norden des Landes droht aufgrund der starken Regenfälle ein Damm zu brechen.